Hi. 23.12. Ich wollte eigentlich noch in den Wald gehen, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Der Weihnachtsstress für die Kraftfahrer ist doch etwas zu groß. Also mache ich etwas, was ich schon länger vorhatte, nämlich ein kleines Experiment. Welcher Zunder, selbstgemachter Zunder, am längsten brennt, für uns Buschkrafter natürlich interessant. Dafür führe ich ein Experiment durch. Welcher Idiot hätte ich die Spielstraße am schnellsten fährt. Na gut, wir gewinnen alle heute. Wollen wir loslegen? Sind ein paar interessante Sachen dabei, nämlich unter anderem mit Schweineschmalz. Also ich nehme hier diese Wattepads mit Schweineschmalz, mit Pomade, Vaseline. Ich habe selber welche eingelegt, zum Beispiel mit Bienenwachs, unter anderem auch eingelegt mit erstmal mit Pomade eingerieben und dann in Bienenwachs getaucht, um so wasserdicht zu machen. Ich denke, das wird eine lange Brennzeit werden. Also, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir wollen loslegen. Wir haben heute noch viel zu tun, nicht mehr so viel Tageslicht. So, als allererstes nehme ich meinen ganz normalen Wattepad. Den mache ich ein bisschen, drüssel ich ein bisschen auf. Ich nehme hier zur Hilfe mein Galaxy Note 3 Stoppuhr. Dann wollen wir anfangen. Ja, dafür muss es dann auch brennen, ne? Start. Ich kann mal aufschreiben. Wattepad pur. Liegt in den letzten Zügen. Stopp. 37, wow, mal runden wir auf 38 Sekunden. Zurücksetzen. Ja. Dann nehmen wir ein Wattepad. Dann so ein bisschen mit Schweineschmalz ein. Und das klebt ganz schön. Mal gucken, ob es länger brennt, ob es überhaupt brennt. Jetzt wieder ein bisschen aufdröseln. Danach wird übrigens das Display von meinem Telefon ganz schön versaut sein. Dass das heute so schlecht funktioniert. Oh, das ist leer. Kein Wunder. Nehme ich einfach mal das. Holla. Start. Also selbstgemachter Schweineschmalz. Ausgelassen aus Schweineschmeck. Ich zeige dir noch gerade. Also man muss das hier in der Pfanne erhitzen und bekommt erstklassigen reinen Schweineschmalz. Brennt aber auch schon ein bisschen kräftiger.
Malz. Sind wir zu diesem Zeitpunkt schon auf der doppelten Brenndauer? Ich habe das Gefühl, es brennt heißer. Ja, das ist natürlich klar. Schwalz ist nichts anderes als ausgelassenes Öl. So, ich denke, man kann sagen, dass es zu Ende ist. 1, 2, 7, 40. Jetzt nehme ich von Balea Pomade. Ich weiß nicht, ob das reine Pomade ist, keine Ahnung, das weiß ich ehrlich nicht. Ich räume reibe es auf beiden Seiten ein, so wie das andere auch. Wir wollen ja faire Verhältnisse schaffen. Löse das wieder ein bisschen auf. Setze das hier zurück, die Uhr. Im Februar ist Eröffnung vom Altersheim und dann haben wir Ruhe. Und dann sieht man nur noch stummes Winken von drüben. Okay, wollen wir loslegen. Und Start. Oh, das qualmt aber schon ganz gut. Qualmt wie Sau. So, im Prinzip könnte man auch hier sagen, das ist vorbei. Stoppen bei 1,41. So, mit Pomade bei 1,41. Zurücksetzen. Jetzt nehmen wir, ich habe übrigens die Wattepads, das sind wirklich 100% reine Baumwolle. Es gibt mittlerweile Wattepads und Wattebäuschen oder Cottonballs, wie man so schön sagt. Die sind nicht mehr aus Baumwolle, sondern aus synthetischem. Da muss man sich nicht wundern, wenn es nicht brennt, sondern schmilzt. Muss man aufpassen. Also, wo Wattebäuschen oder Wattepads draufsteht, ist nicht immer das drin, was man braucht. So, dann nehmen wir jetzt Vaseline. Auch von Balea, man kann das sehen. Ich hatte das schon mal in einem anderen Experiment versucht zu zeigen. Ja. So, wie ich das hasse, diese Benachrichtigungen am Telefon, das geht mir manchmal richtig auf die Nüsse. So, ich werde das auch schön verteilen. Wir wollen ja die rechte
Ergebnisse. Grüßen das wieder ein bisschen auf, damit es besser brennt. Zünde es an. So, auf jeden Fall nimmt das mit der Pomade schon mal schnelleres Feuer an. Bedeutet aber auch nicht, dass es länger brennt. Es brennt nur schneller, glaube ich. So. Mit Vaseline. So, hier könnte man eigentlich sagen, das war's. Wenn man bis dahin kein Feuer mit zustande bekommen hat, bekommt man das auch so nicht mehr zustande. Ach, Videos drehen ist schon eine saubere Arbeit, muss man schon sagen. So, wir haben also das hier bei 1,15. Jetzt nehme ich etwas, was ich sonst immer benutzt habe, und zwar ist das hier Kokoswachs von der Friseurkette Clear. Und da habe ich jetzt 3 Jahre für gebraucht, um das einigermaßen leer zu kriegen. Und wieder beide Seiten, selbstverständlich. Zurücksetzen, Feuerchen und Start. Brennt nicht so stark am Anfang, bedeutet aber nichts. Auf jeden Fall riecht es schon mal sehr angenehm. Jetzt fehlen noch die Hula-Hoop-Mädchen, die Caipirinhas. Ich glaube, ich trinke zu viel Zitronentee in letzter Zeit. Das wird so sein. So. Wir neigen uns schon fast dem Ende zu. Sind bei einer Minute. Na, auch hier kann man sagen, das war's. Stopp. Haarwachs. 1,13. So, dann hatte ich etwas überlegt, ob ich Brennpaste nehme, und das sind Brennpaste, klar, Brennpaste brennt, sonst hieß sie nicht Brennpaste, logisch, ich gehe sie gerade holen. Zurücksetzen. Das ist ganz handelsübliche Brennpaste.
tunke ich das da rein. Wieder auf beiden Seiten, natürlich. Schön verreiben. Auseinander machen. So, dann schreibe ich auf Anpaste. Achtung! Start. Muss man selber aufpassen, hat man sich nicht die Hände verwurzelt. Und geht eigentlich schon ab wie Schmidts Katze. Noch ein Junge. Ja, das hält wohl nicht sonderlich lang, oder? Ist auf jeden Fall sehr warm. Hätte nicht gedacht, dass das so lange hält. Und es ist wirklich immer noch sehr warm. Gut. Aber stopp. Nur bei 1,25. Übrigens, wenn ich diesen Behälter leer habe, werde ich hier benutzen, um für unterwegs beim Bushcraften Schweineschmalz reinzufüllen. Zugedreht, wasserdicht. So, Brennpaste waren wir bei 1,25. 1,25. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Das ist Dave Canterbury's Mini Inferno. Das hatte ich schon mal vorgestellt. Und das, wie ich das auch in dem Video schon mal vorgestellt hatte, irgendwas ist da drin. Ich kann es nicht genau definieren, aber von der Größe her, ist es nichts anderes als ein Wattebäuchchen. So, das wollen wir mal ein bisschen in Brand stecken. Dazu bröseln wir es ein bisschen auf. Zurücksetzen, anzünden und Start. Das kam übrigens ja nicht im Bundle. Ja, als Promo, Special Promo Offer mit dem PLSK One und einem Dryback. Den hole ich gerade, weil der brennt ja auch alleine. Ich bin gleich wieder da. Geht doch ganz gut ab. So, mit dem PLSK One kam dieser 30 Liter Camouflage Tryback dazu. Man sieht, hier ist auch das Logo von Dave Canterbury. Das Messer wurde nicht teurer dadurch. Ja, der Tryback, was soll denn der kosten? Ich denke mal, dass er so in der Regel um die 30 Dollar wird er wohl kosten. So, hier geht aber ganz gut die Luzi ab, mein lieber Scholli. Aber man kann riechen, dass das keine natürlichen Zutaten sind oder so. Halt natürliche Zutaten wie Pomade oder sowas.
müffelt ein bisschen, aber es ist nicht unangenehm. Wir sind schon bei 1, 47, 48, 49, 50. Ich denke mal, da sollte man schon noch ein Feuerchen in Gang bringen können. Bei so einer Brenndauer, so einer Brennleistung, weil das brennt wirklich heiß. Und Dave Canterbury hat es ja oft genug promotet in einem seiner Videos und so wie ich das sehe, gibt ihm das eigentlich recht, das so zu pushen, das als gutes Produkt zu verkaufen. Bin ich ein Fan von allem, was er da tut und macht und sagt und an den Mann bringen will. Er muss ja auch von irgendwas leben und seine Leute bezahlen. Aber das macht schon einen sehr guten Eindruck. Und wir sind jetzt gerade bei 2 Minuten und 40 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Seit 50. Das hat schon eine gute Brenndauer. Also ich denke mal, jetzt sind wir bei 3 Minuten. Wer dabei kein Feuer in Gang gebracht hat, sollte sich aus dem Bushcraft-Bereich raushalten. Entschuldigung. Und es ist ja nicht so, als wären wir damit am Ende dieses Experiments. Ich habe da noch 3 Sachen, die ich selber wieder gemacht habe und musste die aber vorbereiten, weil man die so einfach nicht in dieses Experiment einbringen kann. Und das brennt immer noch und wir sind jetzt bei 3 Minuten und 40 Sekunden. Genau jetzt, 40 Sekunden. Und es brennt immer noch. Das sind ganz herkömmliche Wattepads aus Baumwolle. Und das Video läuft jetzt schon bei 22 Minuten, mein lieber Scholli. Das dauert wieder die ganze Nacht, bis das Video hochgeladen ist. Habe ich auch schon länger kein Videos mehr gedreht. Also jetzt bestimmt jetzt so seit dem Mitte Dezember ist der Stress unter Kraft, also im Kraftfahrerbereich. Also an dieser Stelle übrigens einen ganz herzlichen Gruß an meinen Trucker-Kollegen oder Kraftfahrer-Kollegen Michael Monti. Super Kanal. Also ich mag auch sein Dialekt. Er hat auch schon 2 Sachen gekauft, die ich empfohlen habe. Das freut mich übrigens sehr, wenn jemand meine Ideen aufgreift und diese dann auch für sich selber benutzen kann. Also hat er zum Beispiel das von Meru das Matrosenmesser gekauft und von, ich glaube, MFA oder was, Miltec, diese faltbare Backsaw, die im Prinzip zum Schluss nur noch ein Stab ist. So, wir sind bei 5 Minuten, ich stoppe das mal. 5 Minuten, wollen wir fair sein. 5 Minuten. Mann, Mann, Mann. Und wenn man sieht, der hätte noch genug gebrannt. Heiliger Strohsack. Ich mach das mal hier unten hin. Mini Inferno. 5 Minuten. So. Das hier ist jetzt ein Wattepad mit Haarwachs eingerieben und anschließend mit ganz herkömmlichem Bienenwachs eingelegt, also heiß gemacht, eingelegt, auf Seite gelegt, trocknen lassen, abkalten lassen. So, zurücksetzen. Ich hoffe, das setzt sich sofort in Brand. Ja. Zurücksetzen. Eieiei. Das setzt sich noch nicht mal ganz schnell im Brand. Das setzt sich gar nicht im Brand. Ja.
Ja, ja. Nee, das will nicht. Das war jetzt eigentlich so eine Idee von mir, dass das nicht lange braucht. Binnenwachs. Das brennt nicht. Das brennt nicht. Da bin ich aber enttäuscht. Aber nicht mit mir. Augenblick. Denn, wenn ich was vorhab, ich will das nicht versauen. Und jetzt kommt der Kommando. Jeeha! Feuerchen machen, ganz einfach. Kein Thema. Aber mal gucken, wie das braucht. Oh wei, ich bin schon Bastelkünstler, was? Aber ist schon toll, oder? Gestehen Sie! Ich glaube, bis das fertig ist, das wird ein abendfüllender Film. Übrigens, auf dieser Kerze stand drauf: 12 Stunden Brenndauer. Habt ihr Zeit? Wie man sieht, ist es hier schon ein bisschen windig und es geht nicht aus. Also Bienenwachs ist schon nicht schlecht. Lässt sich nur nicht wirklich so einfach in Brand setzen. Da muss man schon nach der Geschütze auffangen. Das ist kein wirklicher guter Zunder, weil der geht ja auch nicht wirklich leicht in Flammen auf, aber das Ding hat schon eine enorme Brennleistung und Brenndauer. Das ist wirklich verdammt heiß jetzt, auch wenn das eine ganz kleine Flamme ist. Ich denke mal, aufgrund der längeren Brennleistung jetzt, wir sind bei 2 Minuten und 20 Sekunden, ich habe bei dem einen Cake lassen, vorerst. Aber bis dato hat mich Dave Canterbury's Winnie Inferno doch sehr beeindruckt. Und das einfache und schnelle und günstige war selbstgemachtes Schweineschmalz. Und Schweineschmalz bekommt man in einer 250 Gramm, sieht dann aus wie so eine eingepackte Butter von Laru im Kühlregal. Ich glaube 75 Cent. Ich denke, das ist ein guter Preis, wenn man sich da so seine Cotton Balls oder Cotton Pads einwickelt. Mit einem Schweineschmalz ist an sich sowieso eine gute Sache, was immer Pflege von Holz angeht, immer die Griffe von den Messern, das Leder von den Scheiden und so oder überhaupt auch das Metall. Muss man natürlich gucken, dass da in dem Schweineschmalz kein Salz drin ist, weil das ja dann im Prinzip kontraproduktiv ist. Deshalb mache ich zum Beispiel meinen Schweineschmalz gerne so aus diesem Rückenspeck selber gerne.
Ich denke, dazu werde ich schon nächstes Mal ein Video drehen. Das ist aber relativ simpel und langweilig. Einfach eine Pfanne schmeißen und warten, bis es fertig ist, und dann in einen Container oder einen Behälter gießen. Und das war es dann eigentlich im Prinzip schon. Ne? So, der Kick ist zur Hälfte abgebrannt und wir sind bei fast 4 Minuten. Ich denke, das spricht für sich. Und das liegt auch garantiert an dem Bienenwachs. Man kann das auch riechen. Schönes blaues Licht, lieber im Gesicht. So, und dann habe ich gleich noch etwas. Ich denke mal, ich lasse das mit diesen Bienenwachskeks, den selbstgemachten. Also fürs Experiment. Wir sind jetzt bei 4,5 Minuten. Der Cake ist immer noch kaum über die Hälfte abgebrannt. Ich denke, der hat eine Brenndauer von 10 Minuten. Für wirklich feuchte Gegenden, um aus feuchten Reisig trocknen zu bekommen, den zum Brennen zu bringen, ist das gut. Muss natürlich die Geduld haben, das Cotton Pad so weit aufzudröseln, dass da weniger von dem Bienenwachs dran ist, um das dann auch richtig gut mit dem Feuerzeug zum Brennen zu bringen. Die Leute jetzt sagen, ach, wieso macht ihr das denn mit dem Feuerzeug, warum denn nicht mit dem Feuerstahl? Das hat durchaus seinen Grund. So ein Feuerstahl sollte nicht die erste Wahl sein, sondern die erste Wahl ein Feuerzeug. Warum denn nicht ein Feuerzeug mitnehmen? Als Lehrer kann ich mich immer noch an den Feuerstahl halten. Ein Feuerzeug kostet mit einem Euro so gut wie nichts. Guter Feuerstahl von Light My Fire, wissen wir alle. Ich glaube, die gehen so ab die 12 Euro los. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Light My Fire Feuerstelle. Ich werde mir auch keinen kaufen, weil die sind mir zu teuer. Dafür gibt es vergleichbar gute Feuerstelle im Handel. Und ja, ich habe jetzt noch einen Zunder zum Mitnehmen von zu Hause. Das ist diese sogenannte Öko-Anzündrolle von der Firma Flash. So, wir sind jetzt bei 6 Minuten bei dem selbstgemachten Firecake, wie ich den nenne. Artus Firecake. Klingt gut. Soll ich beschützen lassen. Fällt doch sehr gleichmäßig ab. Hier unten sitzt sich in dem, das ist übrigens ein Behälter, den hat man früher auf Herdplatten drauf getan, um die zu schützen. Also das ist emailliertes Metall und dient mir eigentlich schon seit Jahren für irgendwelche Feuerexperimente, die ich bei mir zu Hause auf dem Balkon mache, um mich hier unten zum Beispiel alles wegzuschmelzen. Ja? Weil das hier ist zum Beispiel, also das hier ist im Prinzip ist das hier auf meinem Balkon ein alter Küchenuntertisch mit einer stabilen Arbeitsplatte drauf. Und das hier, diese schwarze Platte, die drauf ist, das war bei einem Rewe-Markt, weil die Schneidunterlage von einem Metzger, und der wollte die wegwerfen, er hat gesagt, komm, gib die her, ich kann die ganz gut gebrauchen. Und alles, was nicht kostet, was nichts kostet, ist für meine Begriffe eine schöne Sache. Ich bin ja so ein kleiner Sprachvogel. Gut, dafür investiere ich, sag mal, in Sachen wie The Grand Force Brooks, Dave Canterbury's PLSK1, PLSK2, auch in das Pathfinder Scout, die Grand Force Brooks, die Weatherlings, die S-Wings und so weiter. Aber an solchen Sachen kann man ruhig sparen. Da ist ja nichts Verkehrtes dran, wenn man jemanden fragt. Und komischerweise kriege ich dann auch immer irgendwelche, die Leute merken sich das und sagen, also ich fahre Tiefkühl für die Rewe. Und die Leute merken sich das, und neulich sagt einer, oh, ach ey, hör mal, hier ist ein Sack kaputt gegangen mit Briketts. Willst du den nicht haben? Ja, Briketts umsonst. Also hier so Grillbriketts. Natürlich. Muss nur ein Autogramm draufschreiben und schreiben, Geschenk vom Markt sowieso wegen Defekt unverkäuflich. Kann man den mit heimnehmen. Weil wenn man das nicht tut, ist man seinen Job los, wenn man von den Detektiven unserer Firma gefilzt wird. Da ja, muss man aufpassen, und 8 Jahre Rewe sind eine gute Lehrzeit. Ich habe noch nicht ausgelernt. Wie man sieht, der brennt immer noch sehr gleichmäßig und auch sehr heiß.
bin jetzt bei 8,5 Minuten. Ich denke mal, das Prinzip ist nicht neu, was ich jetzt hier zeige. Es freut mich aber doch, dass es so eine lange Brenndauer hat. Beim nächsten Firecake werde ich das wohl in Sicherheitsbrennpaste tunken und dann anschließend mit Wachs imprägnieren oder so, aber nicht mehr so viel. So, ich denke, wir sind jetzt bei 9 Minuten und 20 Sekunden. Bei 10 Minuten würde ich jetzt beenden. Dann kommt noch dieser Öko-Anzünder. Mal gucken, ob der was taugt. Den habe ich auch geschenkt bekommen. Also kostet nichts. Kann man es auch versuchen, oder? Und brennt. 10 Minuten, nochmal Stopp. Muss man beenden. Scheint ja doch eine längerfristige Sache zu sein. So. Nehmen wir mal diese Öko-Anzündwolle, zurücksetzen, Arthur's Firecake, Firecake, 10 Minuten, so, wollen wir mal gucken, wie lange das hier brennt. Das ist eigentlich schon fast, wow, das ist aber heiß, mein lieber Scholli. Aufdrüsseln, oh, man merkt, da ist Wachs drin. Holla. Und Start. Juhu. Und da geht richtig der Bank ab. Boah. Anzündwolle, muss man aufschreiben. Anzündwolle. Wie man so langsam merkt, wird es auch hier dunkel. Wie viel haben wir denn jetzt? Uhr 16:25 und in Troisdorf wird es so langsam dunkel wie im Bärenarsch. So, die Öko-Anzündwolle. Was kostet die denn sonst so? Bei 2,95 € für 24 Stück. Wiegt durchaus ein bisschen für den Wochenendcamper und Wochenend-Bushcraft-Daddy. Kann man da ruhig mitnehmen. Nicht unangenehm. Ist heiß, aber nicht zu heiß. Brennt und schwelt. Und mal gucken. Sind schon bei 1,5 Minuten. Hm? 1,43.
2 Minuten 20. Übrigens sieht die Verpackung etwa so aus. Na, kann man noch sehen. Oh, ist nicht schlecht. Ich bin mittlerweile bei 3 Minuten. Bei 3 Minuten auf. So Leute, zwischendurch ist mir leider das Akku verreckt. Von der Kamera. Ich habe aber korrekt abgestoppt und diese Öko-Anzündrolle, die lag bei gigantischen 7 Minuten und 13 Sekunden. Ich finde das jetzt schon eine Hausnummer. Also für so ein kleines Geld, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was nachgelegt, weil es so gemütlich ist. Du verlierst dann mal die Ergebnisse. So, da sind wir bei, ja, außer Konkurrenz, mein Firecake durch meine recht ja, unorthodoxe Anzündweise, wir haben bei 10 Minuten. Die Anzündwolle, ich zeige sie nochmal, man kann die ganz gut sehen. Liegt bei gigantischen 7 Minuten 13. Dave Canterbury's Mini Inferno liegt bei 5 Minuten. Wattepad mit Schweineschmalz bei 1,47. Also Schweineschmalz kann man ruhig immer mitnehmen. Gar kein Problem. Dann kommt Pomade, also immer Wattepads mit Pomade 1,41.